TV mit den News. Zu einer Bluttat kommt sie in der Nacht auf heute im Dorfzentrum von Appenzell. Kurz nach Mitternacht geraten in der Mountainbar zwei Personen aneinander. Dabei wird ein 31-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Dani Sager. Die Blutspuren zeugen von der Brutalität vom Angriff von letzter Nacht. Gegen die 12:30 geraten da zwei Männer aneinander. Einer davon zückt das Messer und sticht auf den anderen ein. Das Opfer ist im Brustbereich mit einer Stichverletzung verletzt worden. Die mutmaßliche Tatwaffe haben wir sicherstellen. Das ist ein Messer mit einer recht grossen Klingenlänge von mehreren Zentimetern. Das 31-jährige Opfer ist vom Rettungsdienst dann sofort ins Spital gebracht worden. Eine Lebensgefahr besteht keine mehr. Der Betreiber der Bar, der gestern Abend anwesend war, will heute vor der Kamera nichts sagen. Gegenüber TVO schildert er aber seine Erlebnisse. Als er den Streit bemerkt hat, sei er sofort auf den Täter los und hat ihm das Messer aus der Hand geschlagen. Daraufhin hat er sich dann ums Opfer gekümmert. Auf Facebook drückt er heute sein Bedauern über die Tat aus. Wir finden es schade, dass unser Lokal zum Tatort geworden ist. Uns ist es sehr wichtig, dass es bei diesem Einzelfall bleibt. Warum es zum Streit gekommen ist, kann sich der Betreiber nicht erklären. Und auch die Polizei tappt noch im Dunkeln. Der genaue Ablauf wird jetzt im Auftrag von der Staatsanwaltschaft durch die Polizei von Innerrhoden ermittelt. Was wir bis jetzt wissen, es hat sehr, sehr viele Leute in dieser Mountainbar innen. Und darum suchen wir auch Zeugen, die uns weitere Auskünfte zum ganzen Geschehnis machen können. Der mutmaßliche Täter wird kurz nach dem Angriff von der Polizei festgenommen. Laut verschiedenen Quellen handelt es sich dabei um den AF. Die Polizei bestätigt das aber nicht. Dort werden jetzt Befragungen gemacht im Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, um das ganze Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen, das so kurz vor Weihnachten das ganze Dorf überschattet.